Jubel und Feuerwerk auf dem Tahrirplatz in Kairo. Ägyptens Präsident Morsi ist kurz zuvor vom Militär gestürzt worden. Verteidigungsminister al-Sisi hat in einer Fernsehansprache verkündet, dass die Armeespitze eine Übergangsregierung eingesetzt hat, die das Land bis zu Neuwahlen führen soll. Die Verfassung, die von Mursis Muslimbrüdern in einem umstrittenen Referendum durchgesetzt worden war, ist vorübergehend außer Kraft. Zuvor waren Millionen Menschen im ganzen Land auf die Straßen gegangen. Oppositionelle demonstrierten auf dem Tahrirplatz in Kairo. Anhänger der Muslimbruderschaft versammelten sich unter anderem in Alexandria. 48 Stunden hatte die Militärführung dem Präsidenten gegeben, um den Machtkampf mit der Opposition zu beenden. Doch Morsi zeigte sich uneinsichtig. In einer Fernsehansprache am Vortag hatte er einen Rücktritt abgelehnt. Nach Ablauf des Ultimatums hat jetzt das Militär gehandelt und den Präsidenten abgesetzt. Die Opposition feiert diesen Schritt. Verteidigungsminister al-Sisi rief die Ägypter zur Ruhe auf. Ein Versöhnungskomitee solle eingesetzt werden, in dem alle gesellschaftlichen Kräfte vertreten sind. Gewalt müsse um jeden Preis vermieden werden.